Servus Leute, was geht ab und willkommen beim neuen Video. Ja Freunde, ich habe euch gesagt, stellt mir auf Telonym Fragen, geschweige denn Gerüchte, die ihr über mich gehört habt, und ich werde das Ganze in einem Video abklappern und sagen, jo, an welchen Gerüchten ist eventuell was Wahres dran oder welche Gerüchte sind komplett völliger Bullshit, Leute. Und ihr habt mir fleißig Fragen gestellt. Really, nigga? Und zwischendurch waren auch ein paar Gerüchte dabei. Ich glaube, einige haben Gerüchte und Fragen nicht voneinander unterscheiden können. Aber ich gehe mal auf die Gerüchte ein, die mir geschickt wurden. Hier habe ich einmal vor mit Telonym offen, Freunde. So, Leute, ich fange da mal an. Allererste Gerücht. Stimmt es, dass du Kurde bist? Das Geilste ist, ich habe gesagt, ihr sollt mir Gerüchte über mich schreiben. Schreibt jemand. Ich habe auf die Straße gepinkelt und der Postbote kam. Voll peinlich. Krass. Dass du schon wieder eine neue hast. Nein, Leute, habe ich nicht. Was Beziehungen angeht, Freunde, da bin ich halt immer sehr, sehr, sehr... Also inwiefern? Freundin oder Freundin? So eine Freundin? Ja, aber Freundin? Nein. Also ich habe keine feste Freundin, Freunde, sondern habe eine Freundin, die vielleicht eine feste Freundin werden könnte. Nein, Leute, ich habe keine neue. Also, wenn jetzt eine feste Freundin damit gemeint ist, habe ich nicht, nein. Eine Freundin, ja. Feste Freundin, nein. So, Leute, das nächste wäre, ich habe gehört, dass du richtig arrogant sein sollst. Was ich dazu sagen kann, ist, dass die, die mich nicht kennen, ich weiß nicht, warum das vielleicht so rüberkommt, sagen wirklich einige, dass ich echt arrogant rüberkomme. Aber wenn diese Person mich dann wirklich in real life kennenlernt, heißt es, boah, Bruder, du bist ehrlich richtig korrekt, ey, du bist mega nett, ey, dies, ey, das, ey, jenes. Ich verstehe nicht, warum die dieses Bild haben, dass ich irgendwie so arrogant rüberkomme. Falls ich arrogant rüberkommen sollte, es tut mir leid, Leute, aber wirklich, wenn die Leute mich dann in real life kennenlernen, heißt es, jo, du bist ja voll korrekt. So, mir hat mir ein Mädchen geschrieben gehabt, so, dass ich mega arrogant wäre und dies und das. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ey, guck mal, du kennst mich gar nicht. Wie kannst du dann behaupten, dass ich mega arrogant wäre, wenn du mich doch noch nicht mal kennst? Du hast es vielleicht von jemandem gehört, aber du hast mich doch persönlich nicht kennengelernt. Wie kannst du dann sowas behaupten? Und dann hat mich dieses Mädchen kennengelernt und dann hieß es, ey, ich bin richtig nett. Das nächste wäre, dass du Drogen genommen hast. Ich muss sagen, ja, das stimmt. Vielen ist es nicht bewusst, dass die Drogen nehmen, weil die meisten Zigaretten und Alkohol nicht so wirklich als Droge sehen. Aber, Freunde, Alkohol und Zigaretten, das sind Drogen, Freunde. Das nächste Gerücht ist, dass du mit sehr vielen Mädchen aus Gopark was hattest. Das ist ein Gerücht, wo ich selber sagen muss, ey, es stimmt. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten Gerücht, was auch mega geil ist. Du sollst Miguel Pablo Drogen gegeben haben für ein YouTube-Video. Ich denke mir wirklich, wie Leute auf sowas kommen, auf solche Gerüchte, und ob es wirklich Leute gibt, die sowas glauben. Das frage ich mich. Gibt es wirklich Leute, die sowas glauben? Hä? Ich habe gehört, dass bald ein neues Musikvideo kommen soll. Hör, Bruder, hör den Beat. Ja, wir ficken deine Mutter. Wir ficken deine Mutter. Wasch mir dabei die Gesinne. Wasch mir die Das nächste ist so geil. Ich habe gehört, dass du Tick angetäuscht hast und dann auf ihr Bauchnabel geschissen hast. Oh, da. Ich denke bestimmt, ich mache Spaß, ne? Aber guck.
hier einen Pickel, da hier habe ich einen Pickel, was geht ab, ey? So, nächste Gerücht, dass du mit Abonnentinnen schläfst. Ich meine, nicht jede Abonnentin ist 14, 15, 16, 17. Es gibt auch ältere Leute. Es kann sein, dass es mal passt. Das nächste Gerücht ist auch geil. Und zwar, du gehst regelmäßig in den Puff. Leute, ich war schon mal da, ja. Da waren wir so 10, 15 Jungs. Sind alle da hingefahren, haben uns kaputt gelacht. Wollten einfach mal gucken, so wie das ist. Aber ich habe noch nie Geld für eine Frau bezahlt, geschweige denn, um mit ihr zu schlafen. Habe ich nie gemacht, würde ich auch niemals machen. Die, die es machen, ey, gönnt euch. Aber ich persönlich würde das niemals machen, niemals. Natürlich ist man schon mal da hingegangen und hat sich das Ganze angeguckt mit den Jungs. Man hat sich kaputt gelacht und so weiter, aber ich habe noch nie Geld dafür bezahlt und habe auch noch nie im Puff mit einer Frau geschlafen oder sonst irgendetwas. Boah, Freunde, dieses nächste Gerücht ist wieder so geil, Alter. Hört euch das mal an. Dass du Miguel Pablo nicht hilfst, weil du nichts mehr dazu sagst, Verräter. Ich weiß nicht, ey, muss man dazu überhaupt noch irgendwie was sagen? Nur weil man dazu nichts mehr sagt? Ach, egal, ey. Das nächste Gerücht ist, dass du einen Autounfall auf der Autobahn hattest. Ich glaube das aber nicht, weil du noch nie was dazu gesagt hast. Ich glaube, ich habe sogar vor kurzem erst darüber was gesagt gehabt. Das stimmt nicht, dass ich nichts dazu gesagt habe. Und das stimmt, ich hatte einen Unfall auf der Autobahn gehabt, wollte dazu aber ein eigenes Video machen. Aber ich kann euch das mal kurz und knapp erzählen, Freunde. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr, sehr lange Autofahrt vor uns gehabt. Sind hingefahren, waren da auf einer Hochzeitsfeier und wollten an diesem Abend auch wieder zurückfahren, weil wir keine Lust hatten, da zu schlafen. Und dann irgendwann hatte ich einen Sekundenschlaf, Freunde, und boom, ich höre nur noch, fuck, ich bin irgendwo gegengeknallt, mein ganzes Auto so in die Luft gesprungen von vorne. Ich so, oh mein Gott, nein. Leute, ich war so am Zittern die ganze Zeit. Bis danach hatte ich auch 6, 7 Monate keinen Führerschein mehr gehabt und so weiter. Richtig komplizierte Sachen. Und ich hatte, wenn wir schon beim Unfall sind, vorgestern auch einen Autounfall gehabt, weil es bei uns geschneit hatte. Ich bin mit 15 km/h, Leute, um die Kurve gegangen. Das Auto rutscht weg. Pack, ich knall in ein Auto rein. Ich denke mir so, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich erzähle das den Jungs, wir haben so eine Gruppe und mein Cousin lacht mich aus in der Gruppe, sagt, Junge, du kannst kein Auto fahren und so weiter. Und dann hat mich mein Bruder noch zusammengeschissen, meinte so, ey, warum fährst du so schnell um die Kurve, warum hast du einen Unfall gemacht, kannst du nicht vorsichtig fahren, kannst du nicht dies, kannst du nicht das. Und ein Tag später, Freunde, hat mein Cousin einen Autounfall gemacht. 4 Stunden später hat mein Bruder einen Autounfall gemacht. Ey, das ist so krank, Leute. Ich habe vorgestern bei der Versicherung angerufen und gesagt, Ayhanir, ich habe einen Unfall gemacht, ich wollte das Ganze melden. Einen Tag später ruft mein Cousin an, Ayhanir, ich habe einen Unfall, ich wollte das melden. 4 Stunden später ruft mein Bruder da an und sagt, Ayhan, ich habe einen Unfall gemacht und wollte das melden. Leute, die Versicherung denkt bestimmt, wir wollen einen Versicherungsbetrug machen. Bei den zwei ist das Ganze abgehakt, Freunde. Die Versicherung wird das Ganze natürlich übernehmen, aber bei mir nicht, Freunde. Ich war auf das Auto nicht versichert. Oh Mann. Gott sei Dank, dass denen erstmal nichts passiert ist. Aber diese Sache hat mir wirklich gezeigt, dass Karma existiert. Alle beide, die mich einen Tag davor so irgendwie ausgelacht haben, zusammengeschissen haben, haben einen Tag danach einen Unfall gemacht. Aber Gott sei Dank, dass denen nichts passiert ist. Kommen wir zum nächsten Gerücht. Und zwar stimmt es, dass du mal Drogen verkauft hast. Alter, Leute. Dass du geheiratet hast. Leute, davon wüsste ich was. Dass ich Pommes liebe, das stimmt tatsächlich, Leute. Hättet ihr Bock auf so ein Beichten-Video? Weil ich sehe das gerade. Guck mal. Ich 17 aus Hannover beichte und dann geht's weiter. Ich habe mal gehört, dass du mit einer von deinen Zuschauerinnen rumgemacht hast. No hate. Kannst du mich grüßen? Heiße Antonia. Antonia, Grüße gehen raus. Wie gesagt, nicht alle sind 14, 15, 16, 17. Es gibt halt auch Ältere. Und ich meine, es kann mal durchaus vorkommen, dass da vielleicht mal was passiert ist. Okay, das ist auch geil. Habe gehört, du wurdest vor 5 Monaten von der Polizei im Auto angehalten. Daraufhin haben sie dich mit zur Wache mitgenommen, weil nach dir gefahndet wurde. Stimmt das? Ach so, angeblich wurde nach dir gefahndet, weil du beim McDrive ohne zu zahlen weitergefahren bist. Ey Leute, ohne Scheiß. Wer glaubt bitte sowas? So, wenn jemand so ein Gerücht erzählt, wer glaubt das?
Verdammt, Leute, ja, das stimmt. Ich wurde mitgenommen von der Polizei, weil ich bei McDrive ohne zu zahlen einfach weitergefahren bin. Ich habe schon mal über dich gehört, dass du nur mit Models chillst und in Fortnite hackst, weil du so heftig in diesem Spiel bist. Mit Deagle und Sniper, aber ehrlich gut, Bruder. Ja, tatsächlich, mit Sniper und Deagle bin ich wirklich ganz gut in Fortnite, aber Rest ist Chirp. Ich kann das Spiel einfach nicht so gut. Ja, Freunde, das war's dann auch mit den Gerüchten. Sehr viele Gerüchte waren doppelt, dreifach und vierfach und sehr viele Gerüchte waren so schwachsinnig, dass ich mir denke, what the fuck, wie kommt man auf sowas? Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, abonniert, es ist kostenlos und aktiviert die Glocke, Leute, da ich jetzt wieder regelmäßig Videos hochlade und die meisten keine Benachrichtigungen bekommen. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und, Freunde, habt ihr Bock, dass ich mal wieder sowas in der Art mache, aber jetzt diesmal nicht mit Gerüchten, sondern mit etwas anderes, mit Fragen und Antworten oder mit Beichten oder mit eure peinlichsten Stories oder mit und so weiter. Peace out. I'm trying to put you to bed, to bed. I wanna put you to bed, to bed.